Hallo zusammen. Heute geht es um den Kasus. Das heißt, wir gucken uns heute einmal ein bisschen genauer an, in welchem grammatikalischen Fall bestimmte Wörter oder Satzteile stehen. Das wird jetzt nicht nur heute passieren. Ich werde jetzt auch in Zukunft immer mal bei Beispielsätzen zum Beispiel sagen, in welchem grammatikalischen Fall irgendein Satzteil steht und warum der das ist. Wenn wir nach dem Kasus fragen, dann geht es uns um den grammatischen Fall, in dem irgendein Nomen oder ein Satzteil steht. Es gibt diese vier Fälle im Deutschen, den Nominativ, den Akkusativ, den Dativ und den Genitiv. Der Genitiv ist heute nicht so wichtig, also der spielt zumindest in diesem Video keine große Rolle. Das liegt daran, dass viele Deutsche den nicht mehr wirklich verwenden oder vielleicht sogar falsch verwenden. Also viele Deutsche benutzen lieber den Dativ statt dem Genitiv. Grün habe ich hier das Nomen und auch den Nominativ. Sie haben vielleicht das Video zu den Wortarten gesehen, wo es um Nomen geht unter anderem. Also hier Nominativ und Nomen werden von mir beide grün geschrieben. Das ist jetzt nicht das gleiche Nomen hier oben. Das ist eine Wortart und Nominativ, wie gesagt, da geht es um den Kasus von irgendeinem Satzteil oder von einem Wort. Ist nicht genau das gleiche, hängt zwar ein bisschen zusammen, aber ist wie gesagt nicht das gleiche. Wir gucken uns das später mal an, wo dann die Unterschiede liegen. Auf den nächsten beiden Folien wollen wir uns mal angucken, wofür wir überhaupt Nominativ, Akkusativ und so weiter brauchen. Dafür habe ich Ihnen hier jetzt mal zwei Sätze hingeschrieben. Der erste Satz hier ist auf Deutsch und der zweite ist auf Englisch. Ich habe jetzt mal Englisch dabei genommen, damit man noch eine zweite Sprache hat zum Vergleich, weil es hier im Englischen ein bisschen anders funktioniert als im Deutschen. Zu den Farben. Ich habe hier in Rot wieder das Verb hingeschrieben und hier in Grün, das ist das Subjekt. Das Subjekt, wir fragen hiermit, also wir fragen nach dem Subjekt so, dass wir immer fragen, wer macht denn hier aktiv etwas? Also unser Subjekt ist in diesem Fall dieser Hund, weil der aktiv diesen roten Ball hier oben fängt. Objekt, hier ist es ein Akkusativobjekt in diesem gelb-goldenen, ja, in dieser gelb-goldenen oder orangen Farbe. Das ist bei mir Akkusativ. Es kann sein, dass in Ihren Büchern irgendetwas davon steht, dass diese Objekte irgendwie die passiven Teile des Satzes sind oder der passiv Handelnde oder so etwas. Dieses Passiv heißt jetzt nicht unbedingt, dass der gar nichts tut. Dafür vielleicht ein Beispiel, wenn ich sage, ich tanze mit meiner Frau, da bin ich das Subjekt, weil ich aktiv tanze und meine Frau würde da als Objekt zählen. Jetzt kann ich da aber nicht sagen, dass meine Frau passiv ist. Sie tut natürlich aktiv mit mir, also sie tanzt aktiv mit mir. Deswegen hier dieses Passiv und Aktiv, das kann man jetzt hier eher so als grammatikalischen Unterschied sehen, nicht unbedingt als Unterschied im eigentlichen Satzsinn sozusagen. Diese Objekte, das können Dativobjekte sein, Akkusativobjekte und so weiter. Das können Gegenstände sein, wie hier dieser rote Ball. Das kann eine andere Person sein, wie im Beispiel meine Frau. Das kann auch ein anderes Tier sein und so weiter. Was passiert, wenn wir den Satz ein bisschen umdrehen? Ich habe hier nochmal den Satz, der Hund fängt den Ball. Und hier habe ich jetzt mal den Satz ein bisschen verändert. Das heißt, ich habe das Akkusativobjekt den Ball an den Satzanfang geschrieben und an Satzende das Subjekt, also hier der Hund. Und dieser Satz hier, so wie der hier steht, der ist okay. Der ist grammatikalisch korrekt und der Satzsinn bleibt auch erhalten. Das heißt, hier dieser Ball hier hinten, der wird sozusagen von diesem Hund gefangen. Hier im Deutschen ist es wichtig, dass das Verb an der richtigen Stelle steht. Das tut es und deswegen ist dieser Satz hier richtig. Im Englischen habe ich das jetzt auch mal gemacht. Jetzt funktioniert das allerdings nicht mehr. Also im Englischen geht das nicht. In diesem Fall, wenn man diesen Satz hier liest, the ball catches the dog, das würde heißen, dass dieser Ball hier diesen Hund fangen würde, sozusagen. Ich habe erst überlegt, ob ich das hier irgendwie in das Bild reinzeichne, aber ich kann so schlecht zeichnen, deswegen habe ich das gelassen. Im Englischen also geht das hier nicht.
Das liegt daran, weil es im Englischen nicht diese Fälle so gibt, also den Kasus nicht so gibt wie bei uns im Deutschen. Und deswegen kann man hier diese Teile nicht verändern. Im Englischen macht man das eher so, dass der Satzbau immer gleich ist oder zumindest 90%, sage ich jetzt einfach mal, sehr gleich ist. Das heißt, die haben immer Subjekt, Verb und dann die Objekte dahinter. Also der ist ein bisschen fester, dieser Satzbau. Dieser Satz hier geht im Englischen also nicht. Im Deutschen geht das, weil wir im Deutschen mit diesen Kasus, mit diesen verschiedenen Fällen, die Satzteile ein bisschen besser unterscheiden können, sozusagen. Auf den nächsten Folien gucken wir uns jetzt mal an, wie man überhaupt diesen Kasus erkennen kann. Dazu habe ich hier diverse Screenshots aus dem Handout bzw. aus den Teilen des Handouts angehangen. Achtung, das ist eine verkürzte Übersicht, also es gibt natürlich noch immer mehr Dinge zu sagen. Das waren jetzt nur die wichtigsten Teile oder sind die wichtigsten Teile. Das hier ist das Handout, was wir gleich besprechen werden. Am besten drucken Sie das schon mal aus. Sie sehen, das ist ein bisschen viel auf einmal. Deswegen machen wir das in kleinen Schritten. Die erste Möglichkeit, um den Kasus von einem Nomen oder von einem Satzteil zu erkennen, ist der Artikel. Das sehen Sie hier oben, habe ich das hingeschrieben, oder auch hier unten nochmal in dieser Tabelle, damit Sie eine Übersicht haben. Beispielsweise dem vom Dativ, das haben Sie einmal hier bei das und hier vorne bei der. Also zum Beispiel der Mann wird im Dativ zu dem Mann und das Kind wird im Dativ zu dem Kind. Sobald Sie also hier ein M im Artikel lesen, wissen Sie, aha, dieser Teil steht im Dativ. Das gleiche funktioniert auch mit dem Genitiv. Hier ist es kein M, sondern ein S. Also hier dieses des gibt es nur im Genitiv, sonst nicht. Dann habe ich hier noch oben hingeschrieben, dass Akkusativ mit den angezeigt wird. Allerdings zeigt das den nur oft den Akkusativ an. Das sehen Sie hier unten. Aber auch hier beim Dativ Plural. Das heißt, wenn Sie ein den irgendwo lesen, muss das nicht automatisch Akkusativ sein. Das ist wahrscheinlich meistens der Fall, aber eben nicht immer, weil es, wie gesagt, den Akkusativ auch noch hier im Dativ gibt. Das Gleiche haben Sie mit der. Dieses der im Nominativ gibt es auch im Dativ und im Genitiv nochmal hier bei den femininen Wörtern. Sie sehen also hier beim Artikel, es ist am Anfang, sage ich mal, hilfreich, wenn Sie einen Text lesen, dann sehen Sie schon mal einige Satzteile relativ leicht. Also Sie sehen den Kasus relativ leicht. Wenn Sie natürlich selber einen Text schreiben müssen, hilft Ihnen das hier relativ wenig. Deswegen muss man da ein bisschen weitergehen. Der zweite Punkt sind die Verben. Sie sehen, ich habe hier ein Ausrufezeichen hintergeschrieben. Hiermit wollte ich nur sagen, dass diese Verben extrem wichtig sind, wenn wir uns mit dem Kasus beschäftigen. Am Anfang habe ich Ihnen hier mal die wichtigsten Dativverben hingeschrieben. Warum sind diese Verben Dativ? Wie immer, das ist einfach so. Das heißt, man hat festgelegt, helfen ist Dativ und fertig. Also das ist wieder etwas, was Sie lernen müssen. Ich erkläre mir das immer ein bisschen hiermit, dass bei diesen Verben oft eine andere Person noch dabei ist, die sozusagen passiv, ja, mit dabei ist. Vielleicht mal hier zwei Beispiele. Keine Sorge, ich helfe dir. Dir ist sozusagen diese zweite Person, die jetzt hier passiv dabei ist. Ich, das ist das Subjekt, der aktiv etwas tut, hier in dem Fall helfen. Hier oben diese Pronomen habe ich Ihnen hingeschrieben. Das sind auch nochmal kleine Tipps oder Hinweise, wo Sie sehen, aha, dieser Teil hier steht im Dativ. Sie wissen ja, dir ist Dativ, dich zum Beispiel ist Akkusativ. Passen Sie allerdings auf, ich habe ja hier hingeschrieben, glauben ist Dativ. Das stimmt. Allerdings nur, wenn Sie es so verwenden wie hier. Also sie glaubt ihm, also was der Mann gesagt hat zum Beispiel. Hier drüben, ich glaube an,
Also diese Präposition an verändert sozusagen das Glauben. Das ist jetzt zum Beispiel hier so eine Art religiöse Bedeutung, nenne ich das einfach mal. Also ich glaube an Gott, den Heiligen Geist oder welchen Gott auch immer. Ne? Das kann der christliche Gott sein, der jüdische oder der muslimische. Das ist egal. Also hier das Glauben an ist etwas anderes als Glauben, also Glauben ohne eine Präposition dabei. Dann habe ich hier noch einen Satz hingeschrieben. Den habe ich dahin geschrieben, weil ich Ihnen zeigen wollte, dass Sie jetzt nicht den ganzen Satz sozusagen im Dativ schreiben sollen. Also wir haben hier wieder das Verb geben, vorne Nominativ, der Chef. Dann kommt hier der Sekretärin, das ist der Teil im Dativ, das ist sozusagen hier die zweite Person, die dabei ist. Und hier unten den Brief, das ist Akkusativ, das ist sozusagen das Ding oder die Sache, die da gegeben wird. Also Sie haben einen Teil Dativ und dann den nächsten Teil im Akkusativ. Akkusativ ist das Stichwort. Ich habe hier da noch auf Ihr Handout geschrieben, dass die meisten Verben im Akkusativ stehen. Das heißt, wenn Sie ein neues Verb lernen, gehen Sie dann am besten erstmal davon aus, dass es im Akkusativ steht. Einfach nur, damit Sie eine höhere Chance haben, sozusagen das richtig zu benutzen. Außerdem habe ich Ihnen hier nochmal die oder so ein paar Personalpronomen hingeschrieben, die Ihnen so einen Hinweis darauf geben, in welchem Kasus dieser Satzteil benutzt wird. Also zum Beispiel hier haben wir dich, im Dativ hatten wir ja dir. Punkt 3 sind die Präpositionen. Hier gibt es eigentlich nicht besonders viel zu erklären. Sie haben wieder Präpositionen, wie zum Beispiel für oder mit. Und hier diese Präpositionen sind wieder festgelegt. Das heißt, also mit ist immer Dativ, für ist immer Akkusativ, aus ist immer Dativ und so weiter. Warum ist das so? Das ist einfach so. Es wurde also wieder festgelegt und Sie müssen das dann einfach lernen. Ich habe diese Folie aus zwei Teilen zusammengesetzt. Einmal bis hierhin in etwa. Das ist der Teil, den Sie auf dem ersten Teil Ihres Handouts haben. Und hier unten dieser Teil, das ist der zweite Teil des Handouts. Und zwar wollte ich dann auf das hier eingehen, die Wechselpräposition. Das ist auch das, was ich im ersten Teil hier so schief eingefügt habe. Das sind Präpositionen, die wechseln, das heißt, die sind manchmal Dativ und manchmal Akkusativ. Das sind zum Beispiel diese Präpositionen hier in der Mitte. Zum Beispiel in kann Dativ sein, es kann aber auch Akkusativ sein. Wann das was ist oder warum das so ist, zeige ich Ihnen jetzt auf der nächsten Folie. Als Beispiel nehmen wir einfach mal die Präposition auf hier vorne. Sie haben hier einen Teil im Dativ. Auf dem Schrank, also zum Beispiel die Dose steht auf dem Schrank. Und hier hinten haben Sie das gleiche im Akkusativ. Zum Beispiel, ich stelle die Dose auf den Schrank. Wo ist jetzt der Unterschied? Im Dativ haben Sie die Frage wo. Ich habe dafür hier so ein X gemalt. Das bedeutet, hier wird einfach nur nach dem Ort gefragt. Also wo ist diese Dose? Ist die Dose auf dem Schrank? In der Garage, unter dem Tisch oder wo auch immer. Im Akkusativ habe ich hier so ein Pfeil hingeschrieben. Das ist sozusagen eine, ja, Ortveränderung von X nach Y. Also ich habe die Dose zum Beispiel jetzt in der Hand und ich stelle die Dose jetzt auf den Schrank. Also die war erst in meiner Hand, bei X sozusagen, und jetzt stelle ich diese Dose an einen anderen Ort. Y, also hier zum Beispiel diesen Schrank. Dann habe ich hier unten noch ein paar Abkürzungen hingeschrieben. Sie sehen zum Beispiel, Sie können sagen, die Dose steht in dem Schrank oder Sie können einfach schreiben oder sagen, die Dose ist im Schrank. Diese Abkürzungen, das benutzen auch die meisten Leute. Also hier bitte immer diese auch benutzen. Jetzt gibt es hier noch ein paar Beispiele. Der Kasten, also zum Beispiel ein Bierkasten, steht in der Garage.
und ich stelle den Kasten in die Garage. Stehen und stellen meint in etwa das Gleiche, nur dass Stehen immer Dativ ausdrückt und Stellen immer Akkusativ. Also hier ist sozusagen der Kasten schon, ja, der steht schon seit einiger Zeit in der Garage. Das macht er sozusagen. Und hier im Akkusativ ist der Kasten noch nicht in der Garage. Ich muss den erst noch dahinstellen. Der ist jetzt zum Beispiel noch in der Küche oder so. Ein anderes Verb, was so eine Dativ- und eine Akkusativform hat, ist hier das Wort liegen und hier im Akkusativ legen. Das heißt, hier meine Tochter liegt noch im Bett. Die liegt da schon eine ganze Weile. Die liegt da vielleicht schon seit 4 Stunden drin oder so. Und hier im Akkusativ, da ist die noch nicht im Bett. Also die ist sozusagen noch auf dem Weg dahin. Es gibt also ein paar Verben, die meinen so in etwa das Gleiche, wobei die eine Verbversion sozusagen im Akkusativ steht und die andere im Dativ. Hier, das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele dafür. Punkt 4 und 5 behandle ich immer ein bisschen zusammen. Das liegt daran, dass hier diese Kontrollfragen, die Sie hier sehen, die fragen sozusagen nach diesen Funktionen, die Sie hier oben sehen. Das heißt, wenn Sie fragen, wer macht etwas, da fragen Sie sozusagen nach dem Subjekt in dem Satz. Und hier zum Beispiel dieses Was von Akkusativ, das fragt nach irgendwelchen Dingen im Satz. Und dieses Wem vom Dativ, das fragt nach einer anderen Person, die in diesem Satz irgendwie mit dabei ist. Genitiv, wie gesagt, lassen wir heute erstmal weg. Da mache ich nochmal ein extra Video für. Noch eine kurze Sache noch dazu. Ich habe immer mal wieder Schüler, die fragen dann irgendwelche Deutschen nach Hilfen zum Deutschlernen. Die fragen zum Beispiel, ist dieses Wort hier Akkusativ oder Dativ? Und die meisten Deutschen sagen dann immer, habe ich keine Ahnung von oder weiß ich nicht. Und es gibt dann Schüler von mir, die sagen immer, dass die Deutschen unfreundlich wären und die einem nicht helfen wollen. Nun, die meisten sind jetzt nicht unfreundlich, was das hier angeht. Es liegt einfach daran, dass die meisten Deutschen von diesen ganzen Teilen hier und von diesen 3 Punkten davor überhaupt keine Ahnung haben. Das heißt, sie sprechen einfach ihre Sprache, sie sprechen und schreiben auch meistens alles richtig, also zumindest was hier Nominativ, Dativ und so weiter angeht. Sie haben aber keine Ahnung, warum das so ist oder warum das richtig ist. Das Einzige, was vielleicht die Deutschen noch einigermaßen wissen, sind hier unten diese Fragen. Und selbst da gibt es immer wieder Probleme. Diese Fragen gucken wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an, was sie überhaupt meinen. Im ersten Beispiel gucken wir uns nur mal Nominativ und Akkusativ an. Ich habe hier in grün den Nominativ markiert. Der Nominativ fragt mit der Frage wer. Das heißt, hier wird gefragt, wer denn das Subjekt ist. Also wer macht etwas? In diesem Fall meine Frau. Also wer kocht eine Suppe sozusagen? Und die Antwort ist dann meine Frau. Ich habe bei Nominativ extra nur wer hingeschrieben. Normalerweise haben Sie immer die Frage wer oder was. Meint in etwa das Gleiche. Wer ist halt die Frage, wenn hier eine Person ist. Und was wäre die Frage, wenn wir zum Beispiel ein Gegenstand hätten oder ein Ding. Zum Beispiel, mein Auto ist schön oder so etwas. Dann frage ich nicht, wer ist schön, sondern was ist schön. Ich benutze aber meistens nur das Wer. Warum mache ich das? Aus diesem Grund. Und zwar, der Akkusativ hat auch das Fragewort was. Das heißt, wir haben hätten bei Nominativ was und bei Akkusativ was. Und das macht natürlich mehr Probleme als alles andere. Deswegen benutze ich hier für den Akkusativ immer nur was und Nominativ wer. Also hier würde ich fragen, was kocht meine Frau? Und die Antwort wäre eine Suppe. Akkusativ hat allerdings auch noch ein zweites Fragewort, und zwar dieses wen.
Auch hier habe ich mal so ein kleines Beispiel gemacht. Meine Frau liebt mich. Also hier kann ich jetzt eigentlich nicht fragen, was liebt meine Frau, weil ich ja ein Mensch bin und nach Personen fragen wir eigentlich nicht mit was, sondern mit wen. Auch hier, ne, ist eine kleine Ausnahme. Ich habe das hier so ein bisschen vereinfacht. Das habe ich deswegen gemacht, wie gesagt, damit das ein bisschen einfacher ist oder besser zu unterscheiden. Stimmt natürlich nicht hundertprozentig, aber dann ist es einfacher für Sie. Auf Ihrem Handout habe ich hingeschrieben, dass es den Nominativ meistens nur einmal im Satz gibt. Also er stellt dann sozusagen das Subjekt und danach gibt es kein Nominativ mehr in diesem Satz. Es gibt natürlich wieder ein paar Ausnahmen. Und zwar sind das diese drei Verben hier. Ich habe dazu mal drei Beispielsätze hingeschrieben. Und nochmal die jeweiligen Kontrollfragen vom Nominativ und vom Akkusativ. Sie sehen, die sehen ein bisschen gleich aus. Ich habe hier was und da habe ich auch was. Aber hier gibt es keinen Akkusativ da drin. Das liegt daran, dass, also wenn Deutsche diese Kontrollfragen benutzen, sie fragen eigentlich dann immer, wer oder was ist mein Papa oder wer oder was ist Polizist. Also sozusagen diese beiden Fragewörter immer zusammen benutzen oder die benutzen die zusammen. Und wen oder was ist dann für Deutsche schon ein bisschen was anderes, obwohl dieses was hier genauso, ja, das gleiche ist wie hier, nur dieses wen und dieses wer verändert sozusagen etwas. Sie merken, es ist extrem kompliziert für uns, und deswegen mein Tipp, merken Sie sich einfach nur diese drei Verben. Also, dass diese drei Verben sozusagen zweimal Nominativ benutzen und nicht nur einmal. Wie gesagt, die Unterscheidung ist sonst zu kompliziert und Sie denken dann eine ganze Zeit drüber nach und ja, sprechen nicht einfach und schreiben nicht einfach Deutsch. Also es behindert sozusagen Ihren, ja, Ihr Lernen behindert es einfach. Normalerweise finden Sie jetzt eine kommentierte Lösung an diesem Video. Allerdings ist dieses Video jetzt schon über 20 Minuten lang und deswegen mache ich das in ein separates Video. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, um darauf einzugehen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schon mal viel Spaß mit den Übungen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao!